Mit 20, Fußball-Nachwuchstalent stirbt an Blutvergiftung. Schon wieder muss die Fußballwelt von einem jungen Talent Abschied nehmen. Gerade erst sorgte der Tod von Italien-Kicker und AC Florenz-Kapitän Davide Astori für weltweite Bestürzung. Nur wenige Tage später jetzt der nächste Schock für die Sportwelt: Der norwegische Jungstar ist am vergangenen Freitag in Oslo völlig unerwartet an den Folgen einer Blutvergiftung gestorben. Adrian wurde nur 20 Jahre alt. Laut einer Pressemitteilung seines Fußballvereins Kildop Fotball starb der Nachwuchsspieler an einer akuten Infektion, die ins Blut ging. Mehr wisse man zum bisherigen Zeitpunkt aber noch nicht. Für Familie, Angehörige und Kollegen ein Schock. Noch am Montag stand der Sportler Quickfidel auf dem Platz und bestritt unwissentlich sein letztes Spiel gegen den chinesischen Club Sichuan Longpor. Kiel-Sportdirektor Espen Nystuen kann den Verlust seines Clubs kaum in Worte fassen. Der 16. März 2018 sei mit dem Tod seines Spielers der traurigste Tag in der Clubgeschichte. Adrian galt in der norwegischen Fußballszene als eines der größten aufstrebenden Talente überhaupt. Wie Bild berichtet, wird der norwegische Fußballverband dem 20-Jährigen im Rahmen des Testspiels gegen Australien am 23. März gedenken.